Wir haben eine gewaltige Wirtschaftskrise. Wir sind mittendrin. Ja, die verfügbaren Einkommen sind seit Beginn dieser Wirtschaftskrise vor etwa 20 Monaten, also am Beginn der Inflationskrise, um es genau zu sagen, um 15 bis 20% gefallen. Ja, wir haben eine Steigerung der Zinsen, die ganz üblicherweise, so wie immer in solchen Situationen, zu Immobilienpreisverfall führt, was allein schon dafür sorgt, dass das Immobilienklima sich nicht gut und positiv entwickeln kann. Wir haben erhebliche Probleme bei der Refinanzierung von Anschlussfinanzierungen im Immobiliensektor, weil die Banken ihre Risikotragfähigkeit durch verschiedene schlagend gewordene Risiken die sich die letzten Jahre angestaut haben, eingebüßt haben. Und wir haben mit dem Heizungsgesetz und weiteren zu erwartenden und noch kommenden bürokratischen Hindernissen und Ausbeutungsschemata der Politik gegenüber dem Immobilieneigentümer auch ein Verlust des Vertrauens in die Stabilität des Immobilienmarktes und der Immobilie als Wertanlage, als Sachanlage. Ja. Die Politik hat es geschafft, diesen Markt mehr oder minder komplett zu zerstören. Also anders kann man es nicht sagen. Ja. Ja. Und es wird auch nicht besser werden, solange nicht erstens die Inflationskrise überwunden ist und klar ist, dass es nicht mehr zu einer neuen Inflationskrise kommt, die dann wieder mit hohen Zinsen bekämpft werden muss. Das wird noch eine lange Zeit dauern und zwar einfach deswegen, weil wir werden zwar jetzt erstmal fallende Zinsen sehen, aber sehen die fallenden Zinsen vor allen Dingen wegen der sich abzeichnenden Banken- und Kapitalmarktkrise. Und danach, wenn die gerettet sind, die Inflation wieder hochgeht, müssen die Zinsen wieder rauf. Das heißt also, das ist nur eine Atempause, die auf der Ja. Zinsfront dort für die Immobilieneigentümer gewährt wird. Und gleichzeitig ist es so, dass wir eine Wirtschaftskrise haben, die genährt wird aus politischen Fehlentscheidungen, aus Energiewende, aus Deindustrialisierung, aus. Also das Ganze ist eine Gemengelage, die nicht gut für die Immobilienmärkte sein kann. Also optimistisch ist ja immer ein relativer Begriff. Optimistisch ist schon eine kleine Verbesserung gegenüber dem Tiefpunkt, auf den man abgestürzt ist. Ja? Ja. Also fairerweise muss ich dir ja sagen, als wir vor einem Jahr miteinander über das Thema gesprochen haben, Ausblick auf 2023, war ich vorsichtig, also sehr vorsichtig, was das Thema Immobilien angeht, du erinnerst dich. Aber ich hatte eigentlich angenommen, dass die Umstellungen und ich sag mal, die Verschiebungen auch dazu führen würden, dass neue interessante Opportunitäten für Immobilienprofis sich ergeben würden. Und das ist eigentlich Ja. kaum eingetreten, sondern es sind im Wesentlichen alle Dienstleistungen in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja, Ja? leider ja. Und ist leider so. Und ich glaube, dass das vor allen Dingen durch das Zusammenspiel von steigenden Zinsen und Heizungsgesetz passiert ist, ja, dass das tatsächlich den Markt so weit eingefroren hat, dass die fallenden Preise nicht zu erhöhten Volumina geführt haben, was normalerweise eigentlich der Fall sein sollte, weil sich ja dann, wenn die Preise sich bewegen, mehr Leute auch was leisten können, wenn sie sich nach unten bewegen. Ja. Und wenn sich die Preise Ja. steigen, mehr Leute in den Markt gelockt werden. Also ist eigentlich die Bewegung, ist ja eigentlich immer eine gute Sache für die Branche, aber Genau. diesmal ist es nicht so ausgegangen und zwar deswegen, weil die Leute im Attentismus versunken sind durch das Heizungsgesetz. Dieses Heizungsgesetz hat den ganz großen Schaden angerichtet, ja. Und wenn wir auf 2024 jetzt Ausblick halten, dann stellt sich die Frage, welche von diesen Mechanismen werden bleiben und welche werden gehen. Und ich glaube, dass wir einerseits fallende Zinsen haben werden, weil die Banken müssen gerettet werden. Es geht nur mit viel neuer Liquidität und mit fallenden Zinsen. Die Ungleichgewichte im Bankenmarkt haben sich seit unserem letzten großen Interview vergrößert, nicht verkleinert. Ja, wenn man sich anschaut, wie die Zinsen sich in den USA entwickeln und wie umgekehrt sich die Anleihepreise im Dollarmarkt entwickeln, das ist ein einziges Desaster. China zieht sich komplett aus diesem Markt zurück. Das muss man sich mal geben. Also die hatten noch vor wenigen Jahren 3 Billionen oder 4 Billionen Dollar in Anleihen in der Zentralbankbilanz. Das ist jetzt deutlich unter 1 Billion. Ich glaube, es geht Richtung 600 Milliarden oder so. Ja, also das heißt, die verkaufen im Moment auch massiv. Das bedeutet, dass der Druck auf die Banken steigt durch die Verluste an den Anleihen. Und das wiederum bedeutet aber, dass die Rettung um die Ecke kommt. Und wenn man das weiß, dann glaube ich, dann sieht man einen Hubbel in dem Immobilienthema drin. Ich glaube, dass die fallenden Zinsen aber nicht zu einer nachhaltigen Erholung führen werden. Und zwar, es wird erst zu einer nachhaltigen Erholung kommen, wenn eine Entbürokratisierung kommt, eine Streichung dieses bescheuerten Heizungsgesetzes Ja. und eine Streichung von weiteren bürokratischen Vorschriften, die Hauseigentümern und Bauherren das Leben schwer macht. Die Bauwirtschaft wirkt natürlich auf das Handwerk, strahlt auf das Baulieferant, auf alle Zulieferer, auf Ja. Schreinerhandwerk, Elektrohandwerk, Gas, Wasser, Leitung und so weiter, also das ganze Installationshandwerk, Dachdecker, das geht quer durch. Ja? Da hängen ja Branchen mit Millionen Menschen dran, Ja. auch an dieser Bauwirtschaft.
Ja, dazu kommt, dass die gesamte Industrie unter Druck kommt. Die Automobilwirtschaft ist beeinträchtigt durch die hohen Energiekosten und durch die Zerstörung der Lieferketten aus Asien. Da wird immer noch auf 60% oder weniger des ursprünglichen Kapazitätsniveaus von vor 4 Jahren produziert. Das gilt auch für alle anderen Industrien, die komplexe Dinge herstellen. Die energieintensiven Industrien, Glas, Keramik, Baustoffe, Stahl, Metall, Papier und so weiter, die haben eine Kostenexplosion von 50% ihrer gesamten Kostenbasis. Das heißt, die sind von 100 auf 150 hochgegangen, weil die Energiekosten sich verdreifacht haben. Ja, die sind nicht mehr konkurrenzfähig im internationalen Kontext. Das heißt, die wandern ab. Die Zulieferer, die bisher im Inland beliefert haben und Dienstleister, die beliefert haben, die kommen jetzt auch unter Druck. Das heißt, da wird ein gewaltiger Trickle-Down-Effekt stattfinden. Und die Tatsache, dass wir im Moment noch Arbeitskräftemangel haben, ist überhaupt nicht irgendwie auf die Konjunktur zurückzuführen, sondern ist lediglich darauf zurückzuführen, dass dieses schwachsinnige Bürgergeld eingeführt worden ist, bei dem die Leute im Prinzip nur einen ganz minimalen Verzicht üben müssen, wenn sie gar nichts mehr arbeiten. Ja, Leute kündigen ihren Job, um Bürgergeld zu kriegen. Das ist dann kein Wunder, dass das Ergebnis ist, dass dann nichts mehr gearbeitet wird. Wo nichts mehr gearbeitet wird, wird nichts mehr produziert. Die Wirtschaft schrumpft. Ja, die Energiekrise wird künstlich verschärft. Dazu kommt jetzt die Verteuerung der Primärenergie im Ölsektor durch den Krieg im Nahen Osten. Dazu kommen jetzt neue Inflationssignale durch stark steigende Goldpreise, auch als Reaktion auf die Vorgänge im Nahen Osten. Also das Ganze ist eine Gemengelage, die ist explosiv und die deutet nicht darauf hin, dass unsere Wirtschaft an irgendeinem Punkt, nicht nur beim Immobilienthema, sondern an irgendeinem Punkt auf Erholungskurs setzen würde. Also zunächst ist es so, dass im Moment die Zinsen noch anziehen, aber die langfristigen Zinsen gehen zurück. Das hat damit zu tun, dass die Zentralbank sich vor einigen Monaten also aus dem Interventionstheater zurückgezogen hat, nämlich aus ihrem Ankaufprogramm, was ja auch mittelfristige und langfristige Anleihen betraf. Das heißt, über das Ankaufprogramm hat man die Zinsen über die gesamte Laufzeit nach unten gedrückt. Davon hat man ja Abstand genommen. Aber wir sehen, dass zwei Phänomene da sind. Zum einen haben wir sehr hohe Zinsen im kurzlaufenden und im mittelfristigen Zinsbindungsfeld. Und dann haben wir fallende Zinsen nach hinten hin, also zu 8-, 9-, 10-Jährigen. Das nennt man die Inversion der Zinsstrukturkurve. Und diese Inversion der Zinsstrukturkurve nimmt vorweg, dass die Märkte erwarten, dass die Zinsen fallen werden. Und warum glauben, dass die Märkte, dass die Zinsen fallen werden? Aus einem ganz einfachen Grund, weil sie denken, dass wir in eine Wirtschaftskrise rutschen, in eine Banken- und Kapitalmarktkrise, die Zentralbanken zwingen wird, am kurzen Ende die Zinsen dann auch zu senken. Typischerweise ist so eine invertierte Zinsstrukturkurve immer ein Vorbote schrumpfender Wirtschaft, mit anderen Worten eines konjunkturellen Einbruchs. Die Frage ist nur noch, wie groß dieser Einbruch sein wird, zumal die Inversion der Zinsstrukturkurve im Moment im Euro- und im Dollarraum stärker ist als in den letzten 30 Jahren, ja, jemals gewesen ist. Das heißt also, die Märkte gehen offensichtlich von einer massiven Korrektur beim Bruttosozialprodukt aus. Und wenn das so ist, dann werden die Zentralbanken nachziehen. Sie werden die Leitzinsen senken und dann wird die Zinssenkung auch am kurzen Ende über kurz oder lang ankommen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Kapitalmarkt- und Bankenkrise, in der wir uns eigentlich schon befinden, die den Leuten aber noch nicht ganz klar zu sein scheint, dass die zu sinkenden Zinsen führt, weil die Zentralbank keine andere Wahl hat, denn sonst wird die Bankenrettung unbezahlbar. Wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen, auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister, Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streeb ein. Herr Streeb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt.
Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streeb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an. Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streeb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv.